Lecker Seegras. Ganz frisch. Seegraswurzeln sind eine Köstlichkeit, musst du wissen. Es wächst hier sehr oft in den Buchten. Am liebsten fresse ich es im seichten Wasser. Da habe ich es nicht so weit zur Oberfläche und kann leichter Luft holen. Leider fresse ich in den Buchten nur noch selten ungestört. Seit einigen Jahren sind dort eine Menge komischer Tiere im Wasser. Dafür gibt es umso weniger andere Dugongs. Was ein Dugong ist? Na, du bist lustig. Ich bin ein Dugong. Sehe ich nicht prächtig aus? Gut, ich habe vielleicht etwas Orangenhaut, aber bei uns Dugongs ist das eben so. Oder täusche ich mich da? Du musst wissen, ist schon sehr lange her, seit ich ein anderes Dugong gesehen habe. Außer mich selbst kenne ich nur noch 6 andere. Früher war das angeblich anders, hat meine Mutter mir erzählt. Da waren wir viele, ganz viele waren wir. Da war vielleicht was los in den Buchten, das kannst du mir glauben. Da musste man ganz schön schnell fressen, sonst war das Seegras weg und der Magen noch nicht voll. Naja, so richtig voll wird er heute auch nicht. Eigentlich mache ich den ganzen Tag lang nichts anderes als fressen. Ist halt nicht viel dran an den Wurzeln von dem ollen Seegras. Aber lecker sind sie. Das sind sie schon. Und die komischen Tiere hier, die ständig Luft rausblubbern und mich anstarren. Nun ja, besser als gar niemand da. Andere Dugongs wären mir zwar lieber als diese aufdringlichen Störenfriede, aber wenigstens bin ich so nicht ständig allein. Was die wohl eigentlich von mir wollen? Was sind die überhaupt? Also Flossen haben sie jedenfalls. So wie der hier. Oder der hier. Also sind es Fische. Für Dugongs jedenfalls sehen sie zu schlank aus. Viel zu schlank. Geradezu hässlich schlank. Ist ja auch kein Wunder. Die fressen ja nichts. Starren mich nur an. Verfolgen mich ständig. Egal, wo ich auch blicke. Überall wuseln sie herum. Neulich hat mich sogar einer angefasst. Geht's noch? Haben die denn sonst nichts zu tun? Sollen lieber Seegras fressen. Aber haben die überhaupt ein Maul dafür? Da, wo bei mir das Maul ist, kommen bei denen nur Luftblasen raus. Echt komische Fische. Ganz, ganz komische Fische. Den Schildkröten gehen sie auch oft auf den Keks. Naja, spätestens wenn die Sonne untergeht, bin ich die wieder los. Keine Ahnung, wohin die dann schlafen gehen. Interessiert mich auch nicht. So toll kann es da jedenfalls nicht sein, sonst kämen sie am nächsten Tag nicht wieder zurück. Verrückte Fische. Echt total verrückt.